Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Prey. In der letzten Episode haben wir da den Steg oder was das war da irgendwie geöffnet, dass wir irgendwie da rüberkämen. Irgendwie so. Da möchte ich noch rein. Da müsste man eigentlich fast nochmal anbeginnen. Wow! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Das war geplant. Oh Gott, wie schlecht! Hä? Ich hab da jetzt. Achso, ich hab. Ich kann es da jetzt entriegeln. Haben das vorher auch schon entriegeln können? Bin mir echt nicht mehr sicher. Das ist gar nicht das. Warnung: Sauerstoffwerte kritisch. Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät. Wir haben doch... Oder war das das? Hey, wir haben von oben was... Das war... Da war da auch so ein Operator? Okay, das ist jetzt sehr... Das ist jetzt wirklich komisch. Da ist doch irgendwo ein Fenster, was zugeglüht ist. Wo man rein kann. Hey, ihr habt es doch auch gesehen. Na komisch, aber ist mir jetzt wurscht, weil ich kann es eh entriegeln. Aber ich darf jetzt nicht vergessen, dass wir oben auch noch entlang gehen. Und ich tue jetzt mal meinen Anzug reparieren. Also wir haben es voll. Ich habe 6 Neuromats. Warum haben wir die denn verwendet? Okay, ich kann hacken. Hacken ist so der... Das ist so der Scheiß. Ich werde hacken sicher nicht weiter skillen, weil mich nervt das voll extrem. Psy-Experte. Erlaubt die Installation von 2 zusätzlichen Chipsets in deinem Psychoskop. Na Gott, das ist vielleicht nicht schlecht, wenn sie sagen. Wie kann... Oh. Oh, was haben wir denn da? Status. Das ist ja nice. Nach was suche ich jetzt gerade? Hä, nach was suche ich jetzt gerade? Jetzt warte mal, irgendwas wollte ich doch gerade suchen. Chipsätze. Oh Gott. Ja Gott, das wäre echt nicht schlecht, weil wir haben wirklich viel. Das werde ich, glaube ich, skillen. Erhöht dann die maximale Psi auf 200. Obwohl, was kennt man denn sonst noch? Ermöglicht die Verwendung von Waffen-Upgrades, um Sicherheitswaffen vollständig zu verbessern. Rohrzange. Das ist eigentlich ganz geil. Weil ich mache sehr viel eigentlich mit der Rohrzange. Erhöht deine Gesundheit auf 200. Das ist aber auch nicht schlecht. Ich hätte gern alles. Bitte einmal alles einpacken. Ach, Gesundheit. Aha, Leute, was tun wir denn? Ich glaube, ich nehme die Gesundheit. Ich hab's gemacht. Ich hab's gemacht. Ist vorbei. Gemacht und gespeichert. Oh, da ist wieder Locker Room. Da ist sicher wieder... Ein Mimi. Warnung! Ah! Sauerstoffwerte kritisch. Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät. Werkzeugraum und wird gespeichert. Okay, wir schleichen, oh Gott.
Wow, zwei Schläge nur? Ich hab da nur wen gehört. Naja. Oh, schöne Zeichnungen. Oh, da wird sie wieder gefreien. Schön über die Mauer zeichnet. Das ist nice. Auch diese Notiz mal lesen können, aber nein. Boah, was ist denn da passiert, ne? Oh, lauter geile Sachen sind da. Mary Warnung, Sauerstoffversorgung defekt. Bitte evakuieren, bis Techniker oder Operator Maßnahmen ergreifen bitte, konnten. Das weiß ich jetzt auch schon. Oh, stimmt, eine Recyclerladung da herinnen? Das wäre echt nicht schlecht. Und ich glaube, das machen wir. Also erst einmal mal da lesen. Reißen Sie sich mal zusammen! Hey, ich weiß nicht, was Sie für Probleme haben und es ist mir ehrlich gesagt doch egal. Erledigen Sie nur Ihre Arbeit rechtzeitig. Sie halten mich nämlich auf. Frank, Technik Shuttle Dock. Entwurf Hilfe. Hallo Annie, ich habe Sie angelogen, als Sie wissen wollten, ob es mir gut geht. Irgendwas stimmt mit mir nicht, aber ich weiß nicht was. Ich kann nichts essen, ich bin ständig müde. Ich fühle mich beschissen. Sicher von den Neuromods. Ich will nur noch schlafen, aber ich habe dauernd Albträume. Ich war bei Dr. De Silva, aber sie meinte, körperlich sei mit mir alles in Ordnung. Wollte, dass ich zu Dr. Cole gehe, aber ich habe mich geweigert. Frank würde mir doch die Hölle heiß machen, wenn er herausfinden würde, dass ich zu einem Seelenklempner gehe. Naja, ich weiß nicht, wieso ich Ihnen das alles erzähle. Warnung. Oh. Sauerstoffwerte kritisch. Das hat mich geschreckt. Bitte suchen vielleicht, Sie sofort ein Atemgerät. Vielleicht, weil Sie immer nett zu mir waren. Vielleicht will ich auch nur, dass sich jemand an mich erinnert, wenn... KM. So, da mal ein Programm. Graflift Steuerung. Stellen Sie sicher, dass keine Personen in den Graflifts befinden, wenn diese aktiviert oder deaktiviert werden. Ja. Da liegt mir ja Toter, ne? Den haben wir ja schon aktiviert, den Lift. Und da liegt ja Toter in dem Lift. Das ist sicher gerade deaktiviert worden, höchstwahrscheinlich. Und wir schmeißen da jetzt ernsthaft voll die gute Recyclerladung ein. Einfach mal. Pups. Hui! Ja, nett. Warnung. Sauerstoffversorgung defekt. Bitte evakuieren, bis Techniker oder Operator bla, bla, Maßnahmen ergreifen bla, konnten. Bla, 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 bla. Ich hab keinen Platz mehr. Leute, ich hab keinen Platz mehr. Okay. Boah, schaut mal unsere Lebensanzeige an. Ich bin sehr stolz auf uns. Warum ist das so ein komischer Sessel im Lockerroom? Warum sind Klos immer so unheimlich? Liebe Leute, warum ist das? Das ist voll schräg. Der Sternenbeuger Zyklus Band 2, der Feind, das haben wir schon gelesen. Oder? Ja. Oh. Oh, EMP. Warnung. Sauerstoffwerte kritisch. Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät.
Okay, also irgendwas ist doch da komisch, oder? In dem Raum. Findet ihr nicht? Ich finde sowas von. Irgendwas. Da muss doch irgendwas noch geben. Scheiße. Ach, die kommt da irgendwie hoch. Achso, Toilette spülen. Nee, okay. Na gut. Dann haben wir da mal ein bisschen Glue auf. Sind das beides Ersatzteile? Naja. Wir dann zuerst einmal die Lage checken, würde ich sagen, herinnen. Scheint safe. Warnung. Sein. Sauerstoffwerte kritisch. Glukanonenfabrikat. Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät. Neuromat! Suchen Sie sofort ein Sauerstoffgerät. Okay, cool. Haben wir das auch mal gemacht, ne? Aber zumal ist da irgendwo eine Bombe dran. Nee, oder? Hätte jetzt keine gesehen. Das ist ja vom Koch. Aber eine Notiz. Wer auch immer Gegenstände doppelt anfertigt, hören Sie auf damit. Der Fabrikator ist kein Spielzeug. Unser Material ist nicht unbegrenzt. Darf ich jetzt nichts doppelt mehr herstellen? Und gut, aber bevor ich dies jetzt tue, gehe ich halt lieber nochmal zurück und... Jetzt haben wir gedacht, ich hab da irgendwie noch reden gehört. Oh, ich glaube nicht. Aber dann tue ich da halt nochmal geschwind recyceln. Habe ich irgendwelche Waffen doppelt? Ich brauche mehr Inventarplatz. Das stelle ich mal auf alle. Jetzt war Schrotflinten. Hä, wie viele Schrotflinten habe ich denn? Wo habe ich denn die alle her? Ich kann mich an das gar nicht mehr erinnern. Komisch. Hobby ist, oder? Warnung! Sauerstoffversorgung defekt. Bitte evakuieren, bis Techniker oder Operator Maßnahmen ergreifen konnten. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Aber eigentlich sind wir eigentlich relativ gut ausgerüstet. Die Ersatzteile nehme ich mit. Die kann ich ja auch recyceln, wenn ich es zu viel habe. Ich weiß genau, da sind noch welche gelegen. Hä, hey, da waren doch... Irgendwo waren doch... Ah, da war's drinnen, okay. Gut. Dann gucken wir mal. Schrot haben wir... 58! 410, das reicht auch noch. Medikits haben wir 28. Anzug habe ich auch sehr, sehr viel. Stimmt, die kann man sogar jetzt Waffen-Upgrades machen, ne? Warnung! Sauerstoffversorgung defekt. Bitte evakuieren, bis Techniker oder Operator Maßnahmen ergreifen konnten. Neuromatz! Neuromatz! Ja, ich meine, ich stöß her. Es ist ja wurscht, oder? Ich meine, Munition und alles haben wir im Prinzip voll.
Ich nehme mal das Waffen-Upgrade her, dass wir die Artemis-Pistole... Wir haben schon voll abgegradet. Wann haben wir denn das gemacht? Die Schrot-Munitionskapazität, Nachladegeschwindigkeit. Ich tue mal Munition. Ja, alles gut, danke. Ich könnte jetzt nur eins herstellen für Nachladegeschwindigkeit. Ah, Entschuldigung. Und ich glaube, ich habe gesehen, dass wir die Glukanone ja auch noch aufwerten können. Boah! Hey, was ist da halt los? Ich hab voll viel Zeug. Das ist voll cool. Oh, jetzt ist es aus. Vielleicht, ah, Neuromod leider auch nicht mehr. Okay. Aber das hat sich richtig ausgezahlt, muss ich sagen. Das ist richtig nice. Schaut mal auf die Glukanone. Verringert die Menge an Glut, die du benötigst, um Ziele. Da spart man sich dann auch schon wieder was, ne? Effektive Reichweite. Ja. Passt. Okay, schaut mal geschwind bei den Neuromods. Da, 5 Stück kommen ab. Wow. Also, das ist echt cool. Und erlaubst die Station. Inventarplatz. Das heißt, die brauche ich nicht nur an Neuromod. Okay, dann spare ich das jetzt nur. Also an Neuromod und dann kann ich die ganze. Meinen ganzen Inventarplatz nutzen. Warnung. Sauerstoffwerte. Mann, hör doch auf mit dieser blöden Warnung. Es interessiert keinen. Es interessiert keinen. Gut. Was ich weiß, haben wir da unten. Ich habe den Lift eingeschalten. Aber ich gehe mal die Treppen da hoch. Da, wo wir vorher waren. Ganz am Anfang, wo ich runtergefallen bin. Geplanterweise. Das war sehr geplant von mir. Das habe ich ja schon gesagt. Jetzt habe ich ja auch noch einen Lift. War nicht da irgendwie die Leiche drinnen im Aufzug? Da waren wir schon drinnen, da waren wir schon drinnen, okay. Passt, ich weiß wieder. Wir sind, glaube ich, dann da mit dem Aufzug rauf. Ich erinnere mich. Warnung. Ja. Sauerstoffwerte kritisch. Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät. Da schien eine Recyclerladung. Teilt sich das aus? Na. Ja, das ist sie immer, ne? Ich frage mich dann immer, teilt sich das aus, die Recyclerladung da rein zu hauen? Quasi um zu verschwenden dann, wenn sie es nicht richtig auszahlt, ne? Ah, ich weiß jetzt, warum die Tür. Weil wir wollen ja da schon rinnen, aber ich tue sie immer manuell wieder zumachen. Deshalb habe ich sie jetzt wieder aufsperren müssen. Okay. Also, das haben wir gelesen. Dann gehen wir da weiter. Wow. Es ist ja nur ein kleiner Balkon. Aber sehe ich da jetzt irgendwas? Warum kann ich da raus? Liebe Leute, warum? Warnung. Sauerstoffwerte kritisch. Nur bitte nicht runterfliegen. Suchen Sie sofort ein Atemgerät. Da ist... Da liegt wer. Deshalb kann ich da runter. Oh, aber jetzt passt mal auf. Da, schaut mal. Da ist... Ah, das ist oben. Da müssen wir mit dem Lift fahren. Okay. Okay, ich verstehe. Okay, dann hüpfen wir da jetzt mal zu der Leiche runter.
Rodrigo Diaz, wow. Einen Anzug Reparatur. Okay, okay, danke. Das ist super nett. Ja. Aufzug, genau. Da kribbelt's im Bauch, wenn ich da runterfliege. Okay. Okay, okay, okay. Da ist der Lift. Warm. Da müsste man darauf kommen. Scan, scan, scan. Scan, scan, scan. Nichts zu sehen. Wo gehen wir als erstes hin? Darüber, würde ich sagen. Ja, jetzt sind wir da. Oh, oh. Komm noch! Komm! Nein, was tue ich denn? Ja, haben wir uns ein bisschen verdruckt, ja und? Ja, und liebe Leute! Warnung, Sauerstoffversorgung defekt. Bitte evakuieren, bis Techniker oder Operator Maßnahmen ergreifen konnten. Okay. Oh. Scheiße, du! Ha. Nicht mit mir. Oh. Pause. Oh, jetzt haben wir dauernd dieses schöne Geräusch. Könnt ihr mir nur verstehen, liebe Leute? Ah, jetzt ist weg. Es ist jetzt ein Telepath, glaube ich, ne? Null Wellen. Ja, ja. Tja, da sind meine Schuster hin. Ah, wir haben was sehr Tolles geleistet, muss ich schon sagen. Können wir das einmal reparieren? Achso, hacken? Na, kann ich es irgendwie abbrechen? Oh. Wo bin ich da? Ei, ei, ei! Warnung! Sauerstoffwerte kritisch. Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät. Oh, schaut mal, da sind wir ganz schön massakriert worden, ha? Oh. Okay, er scheint safe zu sein. Was ist denn das? Cool, ist ein Ofen. Der schaut... oder? Schaut so aus wie ein Ofen. Wow! Das ist halt absolut nicht real, meine Lieben. Eine schöne Illusion. Warnung!
Sauerstoffwerte kritisch. Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät. Mann, jetzt lass mich doch mal in Ruhe da. Hallo? Ich hätte das da gern. Da. Terraforming des Mars. Das haben wir... Das haben wir, glaube ich, auch schon gelesen. Ich glaube schon.